Herzlichen Dank für das Hiersein. Sie haben ja bereits gesehen, dass ein Teil der Filme, die hier gezeigt wurden, auch immer mit WDR-Beteiligung waren. Für mich ist das hier auch der Moment, wo ich die Chance habe, allen zu danken, die dies auch ermöglicht haben, weil natürlich ist ein Sender und jede Redakteurin davon abhängig, dass sie engagierte Produzenten, engagierte Autoren, engagierte Regisseurinnen und Regisseure hat. Aber bei diesem Projekt ist es nochmal etwas Besonderes. Sie haben es jetzt schon mehrfach gehört und um die Verwirrung mit den Abkürzungen einfach noch einmal zu wiederholen. Das Tolle ist, dass eben 2008 das Projekt DocU startete und hier geht der Dank wirklich an die Dokumentarfilminitiative, an Petra Schmitz und an Gudrun Sommer vom Kinder- und Jugend, von der Kinder- und Jugendsektion der Duisburger Filmtage, der Duisburger Filmwoche, muss man es korrekt sagen, die damals diese Idee hatten. Und das ganz Entscheidende ist, dass dies natürlich auch immer eingebettet werden muss in ein politisches Wollen und in ein gesellschaftliches Wollen. Und sie haben diese Gelegenheit genutzt und haben bei der großen Eröffnung der Initiative eingeladen, natürlich den WDR, unsere Fernsehdirektorin, und haben durch das Vorstellen dieser Idee es geschafft, dass die Fernsehdirektorin zu dem Zeitpunkt auch sehr engagiert und eine Erklärung abgegeben hat, in der sie selber gesagt hat, dass, ich zitiere jetzt, der Kinder- und Jugenddokumentarfilm einen Platz im WDR-Fernsehen finden soll, mit Inhalten und Themen aus dem Lebensalltag junger Menschen in Nordrhein-Westfalen. Das war sozusagen die Initialzündung und dieser Kick, der, und deswegen das große Danke an Petra Schmitz und Gudrun Sommer, der damals so initiiert wurde. Das war 2008. Diesen Auftrag, nämlich den, dass es den Kinder- und Jugenddokumentarfilm im WDR geben soll, habe damals ich zusammen mit den Kolleginnen der Bildung, hier ist eine, die auch unbedingt erwähnt werden muss, und zwar ist das Birgit Keller-Redemann. Man hat sie redaktionell auch auf dem einen Abspann von Ömer the Lord gesehen. Und ich glaube, sie war auch, weiß ich jetzt nicht, bei Ednas Tag mit dabei. Ednas Tag haben Sie ja alle heute schon am Vormittag, beziehungsweise in der ersten Runde gesehen. Die Kolleginnen der Bildung zusammen mit mir war es klar, dass von Anfang an trotz dieser, also nicht trotz, sondern ist ja auch immer schwer innerhalb von Strukturen, dass wir keinen eigenen Regelplatz bekommen werden, natürlich für dieses Genre. Aber dass wir als WDR die Sichtbarkeit und Nachhaltigkeit von Kinder- und Jugenddokumentarfilmen erhöhen können, wenn wir das Internet mit einbeziehen und die Filmbildung in den Vordergrund schieben, beziehungsweise in den Vordergrund stellen. Denn dies ist ein absolut entscheidender öffentlich-rechtlicher Auftrag, Bildung fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen sicherzustellen. Filmbildung gehört dazu und die Kollegin Steffi Fischer wird dann auch noch einmal genau erklären, wie das bei uns in der Schule eingebettet ist. So war der Anfang und so wurde also von Beginn an immer an zwei Strängen gearbeitet und zwei Stränge gedacht. Das eine waren die Filme, drei davon haben Sie gesehen, Ednas Tag, Ömer the Lord und To Be a B-Girl. Das sind die Filme, kombiniert immer zusammen mit der Filmbildung für Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen. Sie, die beiden Stränge, nämlich die Filme und die Filmbildung sind immer miteinander verschränkt und untrennbar miteinander verknüpft, wie die beiden Seiten einer Medaille. Die Verknüpfung ist für alle Interessierten und immer auch für den Einsatz für Schulen. Über die Plattform DocMal, über die Steffi erzählen wird, sind die Filme jederzeit verfügbar und können immer abgerufen werden.
die wunderbaren Kolleginnen Jana Felber und Maike Martens, die über DocU die Produktionen sichergestellt haben, die sichergestellt haben, dass die jungen Regisseure überhaupt Kontakt zu ihrem Zielpublikum bekommen und Themen aufgreifen können und Protagonisten und Protagonistinnen finden, die überhaupt zur Verfügung stehen in der Altersgruppe, dass die das übernommen haben, ist auch nochmal der Dank, nachdem ich jetzt an Petra Schmitz und an Gudrun Sommer weitergegeben habe, mir ganz wichtig. Alle Filme, also es sind 18, DocU haben gesagt, haben 16 gemacht, inzwischen sind zwei neue mitproduziert worden unter der Redaktion von Birgit Keller-Redemann. Insgesamt gibt es inzwischen 18 Kurzdokumentarfilme, die auf dieser Plattform stehen, in einer Länge von etwa 11 bis 25 Minuten. Diese Länge ist entscheidend, um sie in der Schule einzusetzen. Filme mit Kindern, es sind Filme mit Kindern und Jugendlichen aus Nordrhein-Westfalen. Für diejenigen, die außerhalb kommen, ist das entscheidend. Es ist eines der größten Flächenländer in Deutschland. Und es hat natürlich, dadurch, dass es ein föderales Prinzip ist in der Bildung, eine ganz wichtige Bedeutung, dass es sich auch immer auf Nordrhein-Westfalen bezieht. Es gibt aus diesem Land sonst eigentlich kein dokumentarisches Erzählen. Es sind Filme, die sich mit den Träumen, wir haben es jetzt eben gesehen, mit den Sehnsüchten, Konflikten, Problemen, Befindlichkeiten und Ängste junger Menschen auseinandersetzen. Alle Filme knüpfen an Themen an, die in der Medienerziehung und im Unterricht behandelt werden können bzw. behandelt werden müssen, weil sie im Curriculum stehen. Zum Beispiel im Curriculum der Sozialkunde oder in der Philosophie oder Politik oder auch in der Ethik wie Integration. Hier haben wir ein gutes Beispiel, wo es ja auch um Migrationsfragen geht, um Inklusion, Freundschaft, Nachbarschaft und Ähnliches. Was ist nun das Besondere für den WDR, für den ich jetzt im Moment hier stehe, und was ist das Besondere im Umgang des WDRs mit diesem Genre? Einerseits, ich nehme das jetzt runter, das ist nämlich, glaube ich, einfacher. Genau. Einerseits, das WDR-Fernsehen, und wer diesen Sender kennt, weiß es, hat eine sehr lange und auch erfolgreiche Tradition im kritischen Journalismus, der vorerst nichts mit dem Dokumentarfilm zu tun hat. Er zeigt sich in den Fernsehdokumentationen, die mit vielen Hunderten von Preisen ausgezeichnet wurden, egal ob in politischen Beiträgen, Tier- oder Naturfilmen, Wirtschaft oder Ökologie. Der Content, das journalistische Thema, dass die relevante Information steht im WDR-Fernsehen, im Informationsbereich, im Vordergrund. Im Kinder- und Jugenddokumentarfilm soll es meistens anders zugehen. Was zählt, ist die Faszination, die von der Persönlichkeit, der Interaktion der Jugendlichen ausgeht, die Entwicklungen, Auseinandersetzungen und Erfahrungen einzelner Charaktere oder Persönlichkeiten oder Gruppen. Sie stehen im Vordergrund, zusammen mit der subjektiven Autorinhaltung, mit der persönlichen Handschrift der Regisseure und Regisseurinnen. Dieser Unterschied zwischen journalistischer Dokumentation und Dokumentarfilm ist ein altes Konfliktthema. Fast alle, die hier sind, kennen es. Aber es sollte in unserem Fall sehr gut gelöst werden. Einerseits, auch hier nochmal ein großes Danke, durch die Zusammenarbeit mit der Kunsthochschule für Medien und die Miteinbeziehung der Nachwuchsregisseurinnen. Die Schülerinnen und Schüler, die Jugendlichen, fühlen sich durch diese Filme angesprochen. Der Einsatz in der Filmbildung ist erfolgreich. Was mich besonders freut, die Aufmerksamkeit für diese 18 Produktionen, so klein es immer ist, wir wagen nicht den Vergleich mit den Niederlanden, aber trotzdem sind wir stolz drauf. Die Aufmerksamkeit für diese 18 Produktionen war und ist außerordentlich hoch. Die Filme wurden zu über 40 Festivals weltweit eingeladen. Nochmal ein Danke auch an die Kolleginnen von DocU, die immer dafür sorgen, dass auch die Festivals im Blick bleiben und sind. In Deutschland liefen die Produktionen ebenso wie international. Der Film To Be a B-Girl ist dafür ein wunderbares Beispiel. Er wurde zum Beispiel mit dem Prix Jeunesse
Er kam in Prigenes auf die Liste der 10 wichtigsten Jugendfilme weltweit. Die Mühen des Anfangs haben sich also gelohnt für ein Genre, das den Betrachtern eben mehr abverlangt als den häppchenweisen Konsum. Und ich überlasse jetzt dir den Platz, Steffi, weil du erzählst es, wie es in der Filmbildung ist. Vielen Dank. Genau, ich stelle jetzt einfach mal unsere Website vor, DocMal. Ich muss aber, glaube ich, das Mikrofon wieder anbringen, weil mich das insgesamt sonst mit der Bedienung des Laptops überfordert. So, gut. Genau. Kurz, also bei uns in der Redaktion Bildung, wir haben Planet Schule. Das ist ein Kooperationsprojekt zwischen WDR und SWR. Da geht es darum, Filme und multimediale Angebote für Lehrerinnen und Lehrer zum Einsatz im Unterricht zu machen. Und DocMal ist Teil von Planet Schule, richtet sich aber in der Ansprache direkt an die Kinder und Jugendlichen. Und so sieht DocMal aus, die Startseite. Es gibt verschiedene Wege, sich die Informationen zu erschließen. Die Startseite hat wechselnde Teaser und ich möchte jetzt einfach ein paar Feature der Seite mal vorstellen. Sie werden viele bekannte Dinge des Tages, Filme und Gesichter wieder treffen und ansonsten natürlich die herzliche Einladung, sich selbst mal durchzuklicken unter www.docmal.de. Genau, das hier ist unsere Kernzielgruppe. Das sind Mädchen und Jungen zwischen 12 und 17 Jahren, also ab der 7. Klasse ungefähr. Aber wir haben herausgefunden und auch die Erfahrung gemacht, dass Auszüge von DocMal auch schon in der Grundschule eingesetzt werden. Und unser Ziel ist es, die Filmvermittlung lebendig, intuitiv und interaktiv zu gestalten. Und wie Sie ja jetzt auch schon gehört haben, gibt es halt immer im Zentrum oder im Herzen von DocMal die Dokumentarfilme für Kinder und Jugendliche mit Bezug zu deren jeweiligen Lebenswelt. Und es gibt unterschiedliche Zugänge, sich diese Filme zu erschließen. Einmal nach bestimmten Themen auch geordnet. Man kann alphabetisch nach einem Film suchen. Und es gibt halt auch Bewertungsmöglichkeiten, sodass man darüber auch die Filme sich anzeigen lassen kann. Ganz entscheidender Teil von DocMal ist ein ganz umfangreiches Glossar. Das heißt, wir erklären ganz viele Filmbegriffe und man kann auch hier die Filmbegriffe nach Themenbereichen sich anzeigen lassen, wie hier Produktion, Berufe, Genre oder aber auch einfach einen alphabetischen Zugang wählen. Und dieses Glossar hat noch was, also das Glossar ist überall in Texten verlinkt. Also immer wenn der Begriff auftaucht, kann man ins Glossar springen und, ja, das meinte ich mit bekannte Gesichter. Genau, und das Glossar ist aber auch in Filmausschnitten verlinkt. Also wir haben auf DocMal nicht nur die Dokumentarfilme, sondern auch immer Interviews mit Filmschaffenden. Und wenn dann bestimmte Stichworte kommen, sind die halt auch in den Filmen verlinkt. Und dann taucht bei dieser Glühbirne da oben dieses weiße Kästchen auf. Ich habe da gleich auch noch ein Beispiel zu. Ich zeige noch mal eben das Glossar hier, was das für uns auch ganz wichtig war, dass man Filmbegriffe nicht nur in Texten, sondern wenn möglich auch immer filmisch erklärt, damit man dazu auch immer einen kleinen Film hat. Und jetzt zeige ich mal ein Beispiel, wie das aussieht. Es gibt jetzt halt eine Interviewsequenz, dann taucht der Begriff auf und dann gehen wir ins Glossar, das alles in einem kleinen Film, den ich jetzt mal starte. So. Es gibt diesen Film mit zwei Musiken. Ich habe einen guten Freund, der macht moderne Musik. Und wir wollten schon immer mal zusammenarbeiten und in diesem Film haben wir dann zusammengearbeitet. Das heißt, es war ja nicht Geld dafür, da nochmal Musik neu einzuspielen und so. Aber er hatte Musik, das waren zwei Streicher. In der Nachbearbeitung kümmert man sich auch um alle anderen Töne. Man kann sich Geräusche von CD oder aus dem Internet holen und auch Musiken aussuchen und auf den Film legen. Musik verändert den Film stark. Hier seht ihr mal einen unserer gedrehten Szenen mit Musik und Geräuschen. Er wusste, dass sie irgendwo hier auf ihn lauern.
Szene aus dem Krimi sein. Und hier nochmal die gleiche Szene mit anderem Ton. Mein Geburtstag im Ruhrgebiet. Da kann man sogar im historischen Eisenwerk Verstecken spielen. Ein Spaß für die ganze Familie. Genau. Wenn man sich dann den Glossarbeitrag angeguckt hat, hat man dann natürlich auch sofort wieder die Möglichkeit, zu dem Clip zurückzukehren, den man sich gerade angeguckt hat. Dogmal als Portal für die Filmbildung bemüht sich halt, filmische Mittel zu erklären. Und wir haben hier zum Beispiel das Beispiel, den Film Die Bushaltestelle. Und jetzt kommt als Besonderheit dieses Films wird Whiteboard-Animation vorgestellt. Dann hat man die Möglichkeit, da drauf zu klicken und bekommt dann wiederum nicht nur die Informationen in schriftlicher Form, sondern auch hier ist halt das Bemühen, das wieder möglichst im Film plastisch zu erklären. Die Kamera zeichnet mich dann auf, ich muss mich dann so hinsetzen, so dass man nur meinen Arm sieht und nicht mein Gesicht und muss dann so die ganze Szene nach und nach zeichnen. Wie darf ich denn das in meinen Kopf mit rein? So, kannst du aber nehme ich deine Hand und das Knife. Ah, da setze ich mich drauf. Da ist ein Trick bei der Sache, dass ich mich nicht verzeichne. Und zwar wird das folgendermaßen gemacht. Ich mache mit einem grünen Stift eine Vorzeichnung. Und dann gibt es später ein Computerprogramm, was den grünen Stift, also die Vorzeichnungslinien, unsichtbar macht. So dass man nur noch die schwarzen Linien sieht, die ich darüber herzeichne. Ganz wichtig ist es halt, an allen Stellen die Zusammenhänge zu schaffen zwischen dem Dokumentarfilm an sich und dem Prozess des Filmemachens. Deshalb kann man immer, wenn man einen Film anguckt, auch unten hat man direkt verbunden die Clips, die dazugehören, wo einem Hintergrundwissen nochmal vermittelt wird. Dann gibt es auf Dogmal, wenn man tiefer eintauchen möchte, auch noch ganz viel Hintergrundinformationen zu verschiedenen Genres. Also wir haben Texte, die nochmal Scripted Reality erklären. Und Allgemeines zum Dokumentarfilm. Und damit man natürlich auch das möglichst sich gut vorstellen kann, gibt es Beispiele. Wir haben Steckbriefe gemacht, die von vielen verschiedenen dokumentarischen Formaten. Und bei diesen Steckbriefen ist, wenn möglich, auch immer noch mal ein Filmausschnitt dabei. Und es wird halt der Fokus gesetzt auf ein bestimmtes filmisches Mittel. So, wo man dann halt sich den Ausschnitt angucken kann, um nochmal dann zu verstehen, was da passiert. Ist übrigens ein sehr schöner Ausschnitt der Fußbräuchs, wenn die noch jemand kennt, mit subjektiver Kamera und der Parkplatzsuche. Genau, jetzt komme ich nochmal auf die Seite. Wir haben auch noch ergänzt in der letzten Zeit unterschiedliche non-fiktionale Formate jenseits vom Dokumentarfilm. Das ist zum Beispiel wie hier die Magazinsendung. Das klingt attraktiv. Und es ist wie im richtigen Leben. Alles beginnt mit einer guten Idee. Ein Blick in ein Redaktionsbüro. Mustafa ist von Beruf Fernsehredakteur. Hi! Genau. Also Magazinsendung war eins der letzten, was wir ergänzt haben. Oder aber auch den Naturfilm, wo einfach auch nochmal Hintergrundwissen gegeben wird, wie so Tierfilme gemacht werden. Ferne Länder und exotische Tiere faszinieren uns. Als Fernsehzuschauer können wir Dinge erleben, die wir sonst kaum jemals zu Gesicht bekämen. Tierfilme nehmen uns mit zu den Naturschätzen unseres Planeten, in Regionen der Erde, wohin nur die wenigsten von uns selbst einmal reisen können. Was wirkt wie ein Spaziergang durch die Wildnis, ist in Wahrheit das Ergebnis von vielen Monaten und sogar Jahren Arbeit. Wir möchten natürlich Schülerinnen und Schüler auch animieren, selbst tätig zu werden und ihr Wissen auszuprobieren. Dazu gibt es einige interaktive Quizze. Hier muss man Einstellungsgrößen
zuordnen. Und ich zeige jetzt mal kurz nochmal einen Clip, wo jemand dieses Quiz macht und dann aber auch nochmal ins Glossar geht, um sich was erklären zu lassen. Diese Einstellung nennt man amerikanisch. Sie kommt aus dem amerikanischen Western. Das Bild hört genau unter dem Colt auf, weil man so noch gut sieht, wie er gezogen wird. Amerikanisch ist also von kurz über dem Knie bis über dem Kopf. Wir machen, bieten auch Praxistipps. Das heißt, es werden dann immer Beispiele gezeigt, wie man es macht, zum Beispiel hier mit dem Drehplan und aber auch dann gleichzeitig die Vorlage gegeben, dass man halt selbst für ein eigenes Projekt einen Drehplan erstellen kann. DOCMAL bemüht sich um Mitmachprojekte für die Schulen. Das sind einmal, ist es, dass wir Lehrer- und Schülerworkshops zur Filmbildung veranstalten, zum Beispiel Seminare zum Thema Lichtgestaltung im Film in Kooperation mit Kameraleuten des WDRs. Das sind Mitmachprojekte an Schulen unterschiedlicher Schulformen in NRW. Und DOCMAL kann auch als Vorbereitung für einen Besuch im Jugendstudio des WDRs genutzt werden. Seit einer Weile gibt es DOCMAL auch als mobile Filmbildung, als E-Book. Das E-Book enthält viele Elemente der Website, Filmausschnitte, interaktive Quizze, PDFs, das Glossar. Es wurde bislang in unterschiedlichen Schulen auch schon erprobt und hilft uns auch dabei, eigentlich neue Arbeitsformen, wie halt jetzt mittlerweile mit den Tablets, zu erproben. Und das Attraktive daran ist, dass man halt Filme sehen kann, man kann Filme machen und man kann halt Filmbildung sich aneignen, das alles mit einem Gerät. Deshalb haben wir das auch mal für uns ausprobiert. Für Lehrer finden sich auf Planet Schule viele Informationen dazu, wie DOCMAL im Unterricht eingesetzt werden kann. Einmal, wie wir eben schon gehört haben, thematisch, je nach Film, wo das in bestimmten Unterrichtsfächern passt. Aber auch natürlich ganz klassisch zum Thema Filmbildung und hier danach verschiedenen Oberthemen. Wir sind bemüht, uns ein Stück weit medienpolitisch auch zu verzahnen im Bundesland und jetzt kommt gleich mein Lieblingswort, einen Moment, genau. DOCMAL wird einmal im Rahmen des Medienpasses NRW empfohlen und DOCMAL war bislang fester und wichtiger Bestandteil der Filmbildungsmoderatorenausbildung. Und DOCMAL unterstützt Schulfilmfeste im Land Nordrhein-Westfalen. Genau, so viel erstmal von mir. Und ja, jetzt sind Andrea und ich, glaube ich, für Fragen da. Haben Sie Fragen? Globale Erschöpfung. Vielleicht kann ich es zur Erheiterung oder nicht Erheiterung, sondern ganz wichtig unbedingt nochmal sagen. Sie wissen, morgen Abend gibt es den Empfang im WDR. Zu dem wir nicht nur wirklich ganz herzlich einladen, wir freuen uns auch im Namen unseres Kulturchefs, wenn Sie kommen. Und wir hoffen, dass es ein schöner Abend ist, morgen Abend. Das war jetzt fast schon ein Schlusswort, aber wir haben eine Frage, bitte. Ja, mich würde interessieren, was ich als Filmemacher mitbringen müsste, um so einen Film machen zu können, dürfen. Um bei dem Projekt mitzumachen. Also die, ich versuche das jetzt wieder rauszunehmen, das ist ein echter, eine Schlacht, das Mikrofon. Also der normale Weg für Filmemacher und Filmemacherinnen ist ja der, sich direkt an die Redaktion zu wenden mit einer Idee, mit einem Treatment, mit einem Vorschlag.
Das ist der eine Weg, der hier sitzt die Kollegin, die Birgit Keller-Redemann, die Leiterin der Redaktion Bildung, die auf Themen und Initiativen reagiert. Das andere ist die in dem konkreten Projekt Docu, wären die Ansprechpartnerinnen Jana und Maike, also Jana Faeber und Maike Martens. Barbara Keller-Redemann sitzt morgen auch noch auf dem Podium, wird vielleicht auch noch ein bisschen davon erzählen, wie der WDR in dem Bereich weiterarbeitet und was er für Ideen hat. Und kann vielleicht auch in der Pause auch noch ansprechen. Bitte? Oder wann das Mikrofon? Hier vorne. Soweit Sie das jetzt erklärt haben mit dem Internet, mit der Plattform, habe ich das so verstanden, dass sehr viel das Allgemeine, das Grundsätzliche erklärt wird. Das wird sich irgendwann mal, vielleicht erst in 10 Jahren, totlaufen, weil das Allgemeine dann natürlich auch abgegolten ist. Wie speziell gehen Sie auf die einzelnen Filme dann vielleicht auch noch ein, auf die besondere Machart der Filme? Wie weit werden da Spezialformen, dem Ungewöhnlichen, wie weit wird dem auch Raum eingeräumt? Ja, Sie sprechen einen Punkt an, der natürlich richtig ist. Einerseits, wenn man den, hört man das? Jetzt. Das ist natürlich Frage Glossar und die Basics, filmbildnerische Begriffe und Umsetzungen dann irgendwann auch erschöpft haben, dass das ganz entscheidend ist, dass natürlich es auch neue Filme gibt, in denen auch die Filme speziell besprochen werden. Wir haben das ja auch gesehen, sie werden das ja auch, wie Bernd Saling etc., dieses Auftreten der Filmemacher, der Postproduzenten, diejenigen, die Musik gemacht haben etc., sodass das sich dadurch nicht tot erzählt, ne? Das ist klar. Haben Sie denn das Gefühl, vielleicht rückgefragt, dass wenn man als User die Seite nutzt, dass man dann irgendwann durch ist? Ist das so die Idee oder glauben Sie eher, dass den Machern der Webseite nichts mehr einfallen würde? Letzteres würde ich auch nicht träumen. Ich würde nicht träumen, so etwas zu behaupten, dass den Machern nichts mehr einfällt. Machern sollte immer was einfallen. Ja. Nein, es ist ein grundsätzliches Problem. Auch bei allen anderen Filmbildungen, wenn wir immer nur Filmbildung verstehen unter Einstellungsgrößen, dann wird sich das eben einfach tatsächlich sehr schnell mal totlaufen. Und das Problem bei vielen Lehrern ist ja, dass sie gerade solche allgemeinen Basics sehr gern wissen und auch lernen möchten, dass sie aber oft nicht das Rüstzeug haben, das Besondere eines Filmes zu erkennen. Und dazu gehört natürlich auch die Filmbildung, das Besondere eines einzelnen Filmes herauszuarbeiten. Und darauf zielte meine Frage. Aber wenn ich euch richtig verstanden habe, seid ihr nämlich doch so vorgegangen, dass ihr quasi den Film als Einzelwerk, als Kunstwerk quasi in den Mittelpunkt stellt und den nur sozusagen als Anlass nimmt, um dann auf das Allgemeine zu sprechen. Genau, also so, ich glaube, wenn man sich einfach mal durchklickt, also wir haben das ein bisschen sortiert nach den Produktionsschritten eines Films, aber natürlich die Filme stehen im Mittelpunkt. Punkt. Und es ist tatsächlich so, dass immer auch bei diesen filmischen Steckbriefen von anderen dokumentarischen Formaten wir immer ganz gezielt auf bestimmte Aspekte fokussieren, wo man ganz viel einfach durchs Gucken mitnimmt. So, wo man einfach, wenn man so einen Ausschnitt sich ganz gezielt anguckt, man auf einmal denkt, ja, so haben die das gemacht. Das verstehe ich jetzt. Und wenn man dann noch möchte, kann man noch im Text was dazu lesen. Aber ich glaube, dass dem schon viel Rechnung getragen worden ist, auch in dem Angebot, wie es jetzt schon ist. Und dass die Basics, das Glossar sehr, sehr breit verlinkt sind, ist, glaube ich, einfach, um eine zusätzliche Hilfestellung zu leisten, damit nicht auf einmal Begriffe fallen, die für uns wahnsinnig selbstverständlich sind, wo man aber vielleicht doch noch ein bisschen Klärungsbedarf hat. Ansonsten finde ich, dass Sie einen spannenden Punkt natürlich ansprechen, diesen Schritt zwischen einmal dem Film als Ganzes. Ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob man den im Kino sieht, in voller Länge im dunklen Raum, oder ob man dann im Internet sich den anklickt und vielleicht dann sogar auch zerstückeln kann. Ne? Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Aber wir haben hier noch eine Meldung. Bernd? Also Holger, ich kann das nochmal beschreiben, wie das bei mir damals war. Das fand ich sehr spannend. Also ich bekam dann noch einen Anruf und ob ich denn noch
das Material, was wir damals rausgenommen haben, weil der Film auch zu lang war und hatte noch ein anderes Ende, ob ich das noch habe. Sie würden damit gerne arbeiten. Ich fand es sehr spannend, weil wir dann einfach mal noch Material hatten, was schon geschnitten war, aber in dem Film keine Verwendung mehr gefunden hat. Und auch das Beispiel, wir haben ja damals sehr lange uns unterhalten über die Musik. Es gab halt wirklich, es gab zwei richtige Filmfassungen, die richtig gearbeitet waren, wo die Musik dafür gearbeitet war. Und wir haben uns dann für die eine entschieden. Aber jetzt, dann wurde ich wieder angefragt, ob ich denn die andere habe, ob ich die Rechte bekommen würde. Und man kann einfach mal gucken, wie wirkt ein Film mit einem völlig anderen Musikkonzept. Und das war dann sehr speziell. Und es hat mich dann auch gefreut, also dass da nochmal nachgefragt wurde. Und mich freut es heute noch, dass also nach so langer Zeit mit dem Film halt auf die Art und Weise noch gearbeitet. Dann haben wir hier eine Frage von Maike. I was wondering, with the examples you use in styles and different shots, right? Was it ever an option to use documentary film as examples for it? I mean, it's all like a cowboy shot and fiction examples, but could you use original material from the documentaries that are on the platform as well? We do, actually. Oh, there are several examples for certain stylistic ways that are explained by the little pieces from, little clips from the documentaries. We have, like, this presenter, he's very famous here. So we used him as an eye catcher, somebody who attracts young people to take a closer look. Erstmal vielen Dank, dass ihr das Projekt vorgestellt habt, DocMal. Klicken Sie auf die Website, schauen Sie sich da mal durch und zumindest haben Sie auch noch, also zu dem Glossar und all den Sachen, die man lernen kann, haben Sie wirklich das Vergnügen, alle Filme dort in voller Länge sehen zu können.